Craft. So. Können wir natürlich nicht mehr tragen. Sehr schön. Campfire. Campfire haben wir noch eins auf Lager. Ich dachte, wir hatten noch eins. Da hätten wir es. Zack. Und zack. So, das hätten wir erst einmal. Jetzt können wir... Keine Ahnung, was das hier ist. New Codex now. Ist das jetzt hier in unserem... Okay, okay. Ah! Read select. Okay, from the heavens, silence the spawn. Das ist natürlich cool. Finde ich cool, dass man Bücher findet und dass man die durchlesen kann. Ich möchte euch das jetzt ersparen, dass ich da mit meinem super krassen Englisch euch das vorlese. Aber ich finde das echt cool, dass die sowas eingebaut haben. So, jetzt craften wir uns hier nochmal so ein Ding. Und jetzt craften wir uns mit dem Ding noch ein anderes, und zwar den Furniture. So. Und jetzt nehmen wir den Furniture und setzen ihn auch gleich nochmal hier hin. So. Und weil der Furniture ganz alleine so da rumsteht, möchten wir natürlich ihm auch etwas Gutes tun und somit auch mal ein bisschen Platinum Ore in ihn einfüttern oder einfügen. So. Bitte sei Platinum Ore. Nein, das war Silber. War doch logisch, dass das Silber war. Hast du doch gesehen. So, ich möchte nämlich nicht, dass unsere Goldspitzhacke kaputt geht. Möchte ich nämlich ganz einfach aus der fast kaputten Goldspitzhacke möchte ich einfach eine... Oh, scheiße, Alter. Stirb. Möchte ich ganz einfach die upgraden. Also zu einer... Alter! Ey, das kann nicht sein! Das kann einfach nicht sein! Och nein, Alter, so eine verfuckte Scheiße aber auch. Dann springt da einer von der Seite mit 56 Damage. Was soll denn das? Was soll denn das? Da kommt man noch niemals bis zum Kern. Oh ja. Das wäre natürlich auch noch geil gekommen. Man hätte vielleicht gewährleisten sollen, dass man da unten auf Wasser trifft. Oh ja. Ist zum Glück... Ich habe das Loch zum Glück ein Stückchen weiter rechts gesetzt gehabt. Also wenn man da drinnen spawnen würde, wäre es natürlich auch sehr fett. So hier so. Okay. Aber es ist ein schöner Weg hier so. Okay. Da kommt... Matsch! Nein! So. Ich probiere es jetzt noch einmal, aber mit einem Seil, mit einem Rettungsseil. Dass ich das da irgendwo in eine Wand schieße. Und mich dann da retten kann. Ich glaube nicht, dass ich dann zu retten wäre. Aber, dass ich zumindest versucht habe. Ach Mann, ey, das ist doch ätzend. Das ist doch wirklich ätzend. Aber nun gut. Ich weiß nicht, was ich getan habe, aber ich habe überlebt. Scheiße. Ja, noch. Noch ist die Sache. Noch hast du überlebt. So. Jetzt immer vorsichtig. Huhuhuhui. Ja, na, hier hatte ich ja kürzere Abstände.
Hier hatte ich ja dann wirklich kürzere. Ach so, hier hole ich mir dann das Zeug aus der Wand einfach so. Ah, cool. Mit einem Rechtsklick. Okay, hier unten spielt anscheinend nie Musik. So. Oh, ich dachte, ich bin jetzt hier schon wieder an dem Punkt, wo wir gestorben sind. Aber nein, das wäre natürlich zu einfach. Oh Gott, er hat uns nicht gesehen. Er hat nur ein Auge, er hat uns nicht gesehen. Oh Gott. Oh Gott, 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 oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, wir leben, wir leben, wir leben, wir leben. Noch. Wenn es so weitergeht. Respekt, Respekt. Oh ja, ja. Eisen. Das kommt mir auch sehr bekannt vor. So, Pixies. Ich weiß gar nicht. Oh ja. Oh. Sehr schön. Nee, brauchen wir nicht. Diesen komischen Hammer, den nutzen wir lieber nicht. Ich weiß nicht, was da war. Ich weiß es echt nicht. Ach du Scheiße, ich habe keinen Bock mehr. Das ist jetzt echt arg, weil ich will jetzt am liebsten mal diese komischen diese komischen Roboter sehen. Diese Roboter-Bench, Workbench. Aber ich weiß jetzt nicht. Ich glaube, ich habe das Eisen da drin liegen lassen in dem Ofen, oder? Nee, das Eisen, das haben wir noch. Also aus dem wir ein Stier machen können. Aber dass die 58 Damage machen, das ist halt das Problem, dass wir keine vernünftige Rüstung haben. Aber sie ist jetzt aber auch jetzt nicht ein, irgendwie mir eine große Rüstung zu farmen. Ich möchte die Roboter sehen. Ich möchte die Roboter sehen. Weg hier. Ich weiß immer noch nicht, wie ich diesen Doppelsprung. Also, wie ich diese andere Fähigkeit einsetze. Mann, ey. So, ich baue jetzt mir einfach mein Basislager nochmal da unten. Also, da wo wir spawnen. So sollte. Also, das ist mein Tipp an euch. Macht es genauso. So wie wir es erst gemacht hatten, ganz, ganz, ganz am Anfang. Und nicht so eine Scheiße, wie ich dann mir überlegt hatte, ja. Das ist die größte Kacke, die man nur machen könnte. So, also Campfire, weil das Problem ist, dass ich jetzt hier so einen Haufen Zeug gebaut habe und die Pixies auch dann mehr oder weniger dann aufgebraucht werden. So. Hier ist zumindest noch Musik, das ist sehr schön. Okay. Crafting Table. So, dann war das. Hier, das ist da hinten ist Slenderman, nur so zur Info. Da ist er. Da, schon wieder. Und da. Jetzt brauchen wir noch einen Campfire.
Und jetzt müssen wir nochmal zur Bench gehen. Nochmal ein Iron Anvil machen. Und ein Stone Furniture natürlich auch. Okay, den könnten wir ja eigentlich ganz spaßenshalber ja auch mal hier so positionieren, einfach mal, weil wir es können, ja. Bam, 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 bam. Dann geben wir dem hier erstmal diese 200 Dingenskirchen rein und jetzt überlege ich gerade, wollen wir jetzt nochmal so ein Ding uns holen? Ach, wir können mit dem trotzdem weiter das Zeug bauen. Oh, ich dachte schon, dass wir das nicht können. Dass ich da jetzt eigentlich mehr oder weniger gearscht bin und das da nicht bauen kann. Aber okay, wenn wir es können, dann ist es natürlich auch umso besser. Dann würde ich mal sagen, hier, dann tauschen wir mal das kurz mit dem aus. Und lass uns noch ein bisschen Silber machen. So. Na, smelten, smelt doch mal. So, das können wir weghauen, das können wir weghauen. Das können wir weghauen. Das Ding können wir mal einlesen. Two-handed. Das können wir weghauen. Das können wir weghauen. Das können wir weghauen. So. Genau. Ja, es passt hier schon so, ne? Mit der blauen Farbe und so. Ist halt eine Patchwork-Wüste. So, genau. Neuen Kodex gelesen. So, zack, das hätten wir auch. Und das hätten wir. Das hätten wir. Platinumbarren. Das ist so ätzend, dass wir da leider nichts haben. Keine zwei weiteren Barren. Okay, so. Aber was bringt das Meckern? Auch nichts. So. Ach, Holz. Wir brauchen Holz. Dann haben wir jetzt uns mal ein bisschen Holz gecraftet und jetzt können wir uns nochmal so ein Distress Beacon bauen. Jetzt bin ich mal gespannt, ob wir mit diesem Distress Beacon uns dann auch gleich nochmal so einen Typ beschwören können oder ob jetzt was Größeres kommt, weil wir ja jetzt auf einem stärkeren Planeten sind, ja. So, deswegen stelle ich mir das hier auch gleich mal dorthin auf. Weg mit euch! So, ja. Und fähigen Pinguine. Also man kann das Ding anscheinend immer wieder beschwören. So, finde ich ja sehr gut. Hier weg! Weg! So, Leo, Legolas-Style. Immer schön ein Fall nach dem anderen, den da bitten in die Karre reinballern. Uah! Ich glaube, das ist down.
erneuten Chor. Wir haben ihn wieder. So. Wir haben wieder einen Moltenchor und jetzt kann ich, jetzt könnte ich eigentlich das Ding hier wieder abbauen und daraus wieder eine Metallstation machen. Wenn wir 300 Pixies hätten, haben wir natürlich nicht. Ich finde den Unterschied noch ein bisschen zu vage mit diesen, Platinum-Ohr und dem, anderen. So. Und dem Silbereisen. Silbereisen. Und dem, ja, Florian Silbereisen. Naja, das Platinum-Ohr und das Silber-Ohr, die sehen nämlich ziemlich ähnlich aus und deswegen wird die das ein bisschen arg blöd. Aber man bekommt hier zumindest viel mehr Pixels. So. Wird er uns wieder mit seinem komischen Body Slam töten, aber nein, 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 habe ich gesagt. Ach ja, jetzt möchte ich nämlich hier erstmal die Goldhacke nicht sinnlos kaputt hauen. Hat ja schon lang genug gedauert, dass ich dieses Projekt eingestellt habe mit dem, ich versuche mal ein bisschen auf den Kern da und nach unten zu kommen. Hui! Oi, was ist denn das Feines? Und ein Goldbarren. Geil, wir haben jetzt einen 13 Schaden, 15 Schaden pro Sekunde. Aber ich glaube, das ist ja genau, das ist so eine ähnliche Waffe, wie ich damals hatte. Richtig, da kommen nämlich dann so eine komischen Seifenblasen raus, die dann jeweils nochmal Schaden machen. So, ich bin mal gespannt auf den Gegner. Hier, komm. Gegner, komm! Wir haben ein Luftschwert, Baby! Ein Luftschwert mit Luftblasen und so. Seifenblasen, yeah. Also, es macht schon ordentlich Damage. Finde ich sehr schön. Ja. Zumindest etwas. Und es schlägt die Gegner zumindest zurück. Was eigentlich auch nicht so verkehrt ist. Geh weg, du Scheißvogel. Ach du Kacke. Also, ich muss sagen, es ist praktisch, die Gegner halt immer wieder zurückzuschlagen. Es ist sehr praktisch, aber irgendwie scheint mir die Pixel-Generierung abhandengegangen zu sein. Komm hier. Silberohr. Alles meins. Verdammt.
Banana. Okay. Goldohr. Pixies. Und Kupferbarren. Sehr schön. Hua! Hua! 60 Pixels, yes! Also es ist dann anscheinend unterschiedlich, wie viel die droppen. Ich dachte, die droppen mal den gleichen Wert, also 60, 60, dann der andere mal 100 oder so. Aber das ist anscheinend nicht so gewährleistet. Hui! Taschenlampen-Action. Also ich finde das so geil, wie sie das mit diesen Taschenlampen gemacht haben. Also wenn man hier so bei Nacht einfach mal so durch die Gegend läuft. Wow! Ja, genau so. Wow! Was war denn das? Du heilst dich mal eben, möchtest dich heilen, gehst mal zurück und dann BÄM! Auf einmal kriegst du den Arsch ge... Ja, das möchte ich jetzt natürlich nicht ausführen. Aber halt... So eine sinnlose Kacke. Sinnlose Kacke. Okay. Weg mit dir. Weg mit dir. Jetzt baue ich nämlich hier uns einfach mal ein kleines Domizil. Weil ich jetzt endlich gecheckt habe, wie man das hier mit diesen Wänden macht. Gell? Gelmer? Dann kann ich das ja auch mal so wagen. So, so. Ja, sehr schön. Sehr schön. Gut. Ich weiß, ich weiß. Ich wollte eigentlich schon die Aufnahme beenden, aber nun gut. Jetzt bin ich gerade gut dabei. Komm, so. Sehr schön. Und zack, zack. Und zack. Und hier schön zumachen. Dann passt das. So. Das da oben, das gefällt mir noch nicht ganz so. Ja. So. Huah! So, dann haben wir das. Und jetzt können wir den Stone Furniture, den können wir natürlich dort in die Ecke ballern. Und natürlich auch schon mal das Gold oder irgendwas anderes. Hier das Golderz, zack. Und wo haben wir den Tisch? Den Tisch. Tisch, 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 Tisch. Da haben wir ihn. Zack. Und das ist... Halt, Moment, die Flöte, die möchte ich auch gerne mal austesten. Was kann man mit der Flöte machen? Kennen die? Sehr schön. Also ich finde das geil mit diesen Instrumenten. So geil. So geil. Kann man einfach mal beim Bauen... Ach, schade. Ich dachte, beim Bauen kann man... einfach mal was Schönes sich anhören. Was ist denn das hier? Handy Space Helmet. Net Welders Helmet. Need Welders. Nicht... Ja, okay.
Was haben wir hier? Silber, bla bla bla, bla bla bla. So, okay. Das Soldier, da braucht man aber halt das Silberzeug dazu. So. Was bringt denn hier eigentlich das Zeug? Wärme anscheinend. You'll never be doomed with this handy space helmet. Don't couch dead without this neat Raiders helmet, okay? Butterlex. Prozessor. Wo kriegen wir einen Prozessor her? Oh. So, ja, genau. Das ist natürlich sehr krass. Jetzt haben wir hier einen Haufen Zeug, was wir bauen könnten. Aber es sind halt immer diese Könnte-Sachen. Denn ich überlege gerade. Moment. Achso, Wooden Planks brauchen wir dazu. Machen wir mal hier. Wooden Support. So. Einmal bauen wir uns das hier hin. Wie dreht man denn Sachen? Kann man die drehen? Nee, so kann man sie nicht drehen. Moment. Nee. Z. I. Hier. Okay. Boah, wie kann man denn sowas drehen? Nee. Boah, jetzt klicke ich einfach mal alles durch. Hier diese ganzen Tasten. Nee, das ist Say. Das ist das Crafting-Fenster gewesen. Nee, auch nicht. Auch nicht. Komisch. Also ich weiß nicht, wie man so ein Zeug dreht. Das wäre natürlich immer eine Maßgabe, dass man das irgendwie... Video Streaming Options. Es hieß Streaming Configuration Options. Aha. Also mit F6 kann man irgendwie Videos dingstern.